Hallo Leute und herzlich willkommen. Da sind wir auch wieder zu Let's Play A Game of Dwarves. Und genau hier an der Stelle haben wir in der letzten Folge aufgehört, weil wir wollen wissen, was da unten endlich kommt. Wir haben ja noch einen Mini-Außenposten hingepflanzt, einfach um zu gucken, ob wir denn hier, dass die nicht so weit laufen müssen, so wie der. Der hat jetzt Hunger, der wird jetzt den ganzen Weg zurückgerannt. Wäre ein bisschen ärgerlich. Gott sei Dank haben wir hier einen Tisch, wo der was futtern kann. Und dann kann der nämlich gleich da unten weiter buddeln. Wahrscheinlich kommen dann allerdings auch gleich irgendwelche gefährlichen anderen Zwerge. Was eigentlich mit denen? Können wir die noch aufrüsten irgendwie? Nee. Die hier können wir noch aufrüsten zu Unsterblichen. Da brauchen wir aber noch mehr von Drachenblut. Drachenblut brauchen wir dann noch. Nein! Ein Orkhäuptling, Stufe 30. Wir haben ein Problem. Oh oh. Oh oh oh. Gar nicht gut. Der sieht doch ein bisschen aggressiv aus. Und das war natürlich nicht das Schatzversteck. Ja, der lausige Ork-Schamane ist ja schön und gut, aber wir haben hier einen lausigen Ork-Häuptling irgendwas, warum auch immer. Und da ist noch irgendwas Komisches zum Abbauen. Und hier ist Drachenblut. Das ist sehr gut. Dürfen wir nur hoffen, dass die hier nicht verrecken, unsere Zwerge. So, haben wir noch was zum Verkaufen. Wir räumen dem hier einfach die Bude leer, um richtig sauer zu machen. Obsidian. Ja, haben wir auch schon ein bisschen. Brauchen wir aber auch gerade nicht. Okay, die sind hier scheinbar alle vier auf dem Weg zum Kämpfen. Ein Großteil sieht auch halbwegs ausgeschlafen aus. Wir hauen hier mal ein Turbo rein. Im Zweifelsfall können die ja hier nochmal kurz vorher pennen. So, und jetzt aber langsam weiter. Und dann haut den mal zu Brei hier. Ach Gottchen, das ist ja überhaupt kein Gegner, der ist ja gleich tot. Und schon liegt er im Dreck und wegen dem habe ich mir Gedanken gemacht. Na, lächerlich. Geradezu lächerlich. Muss man einfach mal so sagen an der Stelle, wir hauen hier alles raus, was noch ein bisschen Wert hat. So. Auch das Obsidian, auch wenn wir es wahrscheinlich nicht direkt brauchen werden. Und dann haben wir hier noch eine Kammer, die könnte ein Schatzversteck sein, das letzte. Ich zumindest hätte es hier positioniert. Ja, lausige Orkschamane, nerv nicht. So, etwas Tempo. Hey, hey, noch mehr Drachenblut und noch mehr versteckte Kammern. Toll. Also, könnt doch jetzt nicht gehen. Och nö. Hey, 60. Wir können ihn zum Unsterblichen aufrüsten. Und da hat er gleich mal richtig viel Lebensenergie wieder. Und wir haben hier noch zumindest noch ein bisschen von dem Zeug. Sehr gut. Da, das kann er sich auch noch holen. Ja, Ork-Schamane. Wie geht's dem? Dem geht's noch relativ gut. Das heißt, er kann hier noch weiter von dem Zeug abbauen. Ja, und den da noch. Und dann darfst du auch wieder raus. Hey, hey, und da ist das letzte Schatzversteck. Sehr gut, wir rüsten den ja mal noch zum Unsterblichen auf. Einfach, weil wir es können. Dann können wir ja den Plunder hier verkaufen noch. Aus dem letzten Schatzversteck hier sind natürlich auch noch mehr Kammern. Das reizt mich ja auch so ein bisschen. Und das Drachenloot nehmen wir einfach mal mit. Wer weiß, vielleicht brauchen wir es ja doch noch für irgendwas.
Bla bla, Orkschamane. Wir müssen jetzt hier hoch und zwar schnell. Ah, okay. Der buddelt hier in der Zeit fleißig die Blöcke frei. Das heißt, da sind wir auf alle Fälle auch auf der sicheren Seite. Die haben wir nämlich auch gleich zusammen. Und dann haben wir alle Nebenquests erledigt. Da gab es noch einen Forschungspunkt. Der wird uns aber, glaube ich, nicht so viel bringen. Doch hier, alle Arbeiter werden schneller. Können wir noch mitnehmen? Oh, noch so ein Ork-Häuptlings-Dingens. Gut, aber wir haben einen geschafft, wir schaffen auch noch einen. Nachdem wir dem hier alles verkauft haben. Ist aber auch komisch, zwei Ork-Häuptlinge hier so direkt beieinander, dass die sich vertragen haben. Dass sie nichts voneinander gewusst haben, glaube ich fast nicht, weil der hier sieht, die sehen definitiv so aus, als würden sie ziemlich laut Metal hören. Und das halt in so einer Höhle natürlich. Das mag man sich im ersten Moment vielleicht gar nicht vorstellen, aber das macht tierisch Krach. Und darum glaube ich nicht, dass sie nicht voneinander gewusst haben. Aber vielleicht sind das ja auch irgendwie befreundete Stämme. Oder Brüder oder sowas. Auf alle Fälle lassen wir den hier unten auch vermöbeln. Wenn nicht nur einer kommen würde, sondern noch ein paar andere vielleicht. Ja, okay, aber auch der eine schafft das. Hat er den da ruckzuck zusammengestaucht? Freut sich tierisch drüber ab. So, jetzt haben wir nur noch hier was. Einmal quer hier rüber, bitte. Und zwar etwas schneller. Heute noch? Hallo? Jemand zum Buddeln da? Hallo? 1, 2, 3, ah, der pennt gerade. Das ist ja wieder typisch. Komm, du hast genug geschlafen, aufstehen. Das Arbeit. Nicht nerven, da runter. Ah, jetzt hat er es geschnallt, dass da was zu tun gibt. Kann ja eigentlich nichts Großes mehr sein hier. Und dann schauen wir mal, was er hier jetzt... Ach Gott, so ein normaler Ork ist ja langweilig. Aber auch dem stellen wir natürlich eine Leiter hin, einfach weil wir es können. Sind wir doch großzügig, der bekommt eine Leiter. Wir räumen in der Zeit seine Bude aus, weil er hat scheinbar Besseres vor. Weit gekommen ist er auch nicht. Aber gut, ist nun mal so. Verschieben. Das verschieben wir mal. Ja, wobei eigentlich steht das hier ganz gut. Ach so, ja, ja. Weg da. Hier ist es. Wir positionieren mal alle da. Weil wir haben jetzt hier eindeutig alles entdeckt, erkundet, ist es nichts mehr da. Reicht ja auch langsam. Der Clansvater ist schon mal da. Aber der Rest lässt noch auf sich warten. Der sieht auch nicht so aus, als würde er sich dahin bewegen wollen. Ist aber nicht mein Problem. Dann werden die einfach hierher teleportiert und dann ist gut. Jetzt meckert er noch rum, dass es nichts zu futtern gibt. Das ist größte Frechheit schlechthin. Ein vollgedeckter Tisch, aber es wird erstmal gemeckert. So, und wir bullen uns jetzt hier durch. Und dann schauen wir mal, was da auf uns wartet. Wenn das nicht der Orkschamane ist. Jetzt seid ihr also da, Zwerglein. Schön, aber ihr seid zu spät. Wie konntest du hier vor mir eintreffen? Ich sehe keinen Tunnel, durch die du gekommen sein könntest. Ganz einfach. Ich schlich durch die Tunnel, die ihr gegraben habt. Dann schlich ich an euch vorbei und jetzt bin ich hier. Aber das ist Betrug. Ein ehrlicher Grabwettstreit hätte es sein sollen. Und wer wird das je erfahren? Ich hatte genug Zeit für meine Vorbereitung. Tut mir aufrichtig leid, aber... Puff! Du wirst nicht weitergehen können.
Der hat uns einfach hier der Mauer weggesprengt. Pay attention now. Bei den Göttern, dieser Schamane ist wirklich nervtötend. Und fies ist ja auch noch. Zwerge, wir brauchen einen anderen Weg in die Schatzkammer. Schaut euch genau um, es muss noch einen Weg geben. Oh, wenn das nicht da unten lang geht. Das wäre ja ein Zufall. Also die Dinger hier nerven ein bisschen mit ihrem Ringsrumgekreisel. Unmächtig hell ist es außerdem. Das verkaufen wir erstmal alles. Das blendet ein bisschen in den Augen. Ja, wir müssen einen anderen Weg finden. Wir sind doch dabei. So, erstmal das ganze Marmor, das gönnen wir uns natürlich. Das haben wir uns einfach verdient, so sieht's aus. Ach verdammt, hier sind ja noch mehr. Das geht ja noch höher. Aber egal, das kommt alles raus. Dann sehen wir wenigstens auch, wo wir lang müssen. Und jetzt haben wir auch so viel Marmor, dass wir uns hier zur Ruhe setzen könnten bei den aktuellen Marmorpreisen. Man braucht ja nur mal gucken, so italienischer Marmor oder sowas. Wir spielen natürlich italienische Zwerge. Einfach, dass wir da den finanziellen Vorteil beim Verkaufen von Marmor haben. Und da können wir uns zur Ruhe setzen, so viel wie das hier ist. Wie gesagt, man muss sich die aktuellen Marmorpreise nur mal anschauen. Man guckt da ja doch ein, zweimal die Woche, schaut man da ja aus persönlichem Interesse auch immer mal rein. Nein, natürlich nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Oh, das war zu weit. Hier ist ein Schild dick. Oh, hier sind Spinnweben. Ja klar, müssen wir in die Richtung da buddeln. Der hat einen Weg versperrt, das nervt ein bisschen. Er hat Hunger. Okay, wir brauchen jetzt hier einfach nur eine Leiter nach unten. Im Leitern bauen sind wir ja ziemlich groß. So, und noch eine oben drauf und hier auch noch. Und einfach, weil es symmetrisch aussieht, auf der anderen Seite auch nochmal. Und dann können wir das drehen, dann können wir uns hier hoffentlich aus den hässlichen Dingern rausbuddeln. Die nerven nämlich ein bisschen, so rein optisch. Ach, der kann die kaputt schlagen. Na, das ist ja super. Das ist übrigens noch eins. Okay, dann müssen wir hier scheinbar nach unten. Okay, als erstes brauchen wir mal noch eine Leiter. So, und dann lassen wir jeden mal in eine Richtung buddeln, um zu gucken, wie weit es da geht. Weil da ist ja auch noch irgendwas. Oh, und der mit seinem, wir müssen einen anderen Weg finden. Okay, also hier geht es dann auch nicht weiter. Und hier auch nicht. Dann bleibt ja nur noch der Weg nach unten. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis hier einer kommt. Dass wir dann hier noch Leitern draufsetzen können. Halt, nein. Die wollte ich eigentlich auch nicht bauen. Ich wollte es eigentlich nur zurechtdrehen. So, da ist nämlich schon einer. Und während der sich weiter nach unten buddelt, können wir hier noch eine Leiter draufsetzen, ohne dass der uns nervt. Blöder Prinz.
Endlich seid ihr da, aber ihr kommt zu spät. Alle werden erfahren, dass ein Ork Zwerge beim Graben geschlagen hat. Aber ihr habt geschummelt. Ja, das wird niemand erfahren, nicht wahr? Grrr, was für eine Unverschämtheit. Ich kann dich nicht gehen und solche Verleugnungen verbreiten lassen. Zwerge, erledigt ihn. Moment, hier machen wir mal langsam, weil der hier hat Hunger. Der muss irgendwie jetzt zeitnah wieder nach oben. Und nochmal. Sehr gut, und schon kommt der nach oben. Und hier haben wir noch eine komische Tafel, an die noch keiner rankommt, weil noch Fallen davor sind. Blitz, irgendwas fallen. Aber das ist überhaupt kein Problem. Auch hier setzen wir einfach Leitern dran. Ne, da war ein bisschen sinnbefreit. Okay, hier, dann drehen wir hier noch eine Leiter um. Ne, nicht dahin. Da auch nicht. Hier so. Sehr gut. Und schon müssen dann meine Kriegerzwerge da runterkommen. Hoffe ich. Irgendwann. Nicht mehr bewachen, angreifen. Klappt ja noch nicht so. Wir gucken mal, dann buddeln sie sich hier runter, bis hierher kommen sie auf alle Fälle. Dann gehen sie... Ach, da fehlt noch eine Leiter. Ja, das muss man ja auch erstmal wissen. So. Und jetzt müssten sie eigentlich... Haha, und da sind die beiden Fernkämpfer, sind zumindest schon mal bewaffnet, scheinen aber noch ein bisschen desorientiert. Ach nee, die Cheater können ja durch die Wand schießen. Das ist natürlich jetzt besonders unfair. Die stellen sich wahrscheinlich irgendwo dahin. Irgendwo wollen sie hin. Auf alle Fälle sind sie auf Krawall gebürstet. Die beiden da noch nicht so. Da bin ich ja jetzt neugierig, wo die hinwollen. Jetzt haben sie beschlossen, sie gehen doch woanders lang. Ah, weil hier der Goblin-Schamane auf dem Weg nach oben ist. Er wirkt aber auch ein bisschen lächerlich, wie der hier lang stiefelt. Er hat beschlossen, er läuft doch nicht da hoch. Wo zum Geier sind meine Fernkämpfer? Eins. Ah, da so. Aber wo genau sie hinwollen, wissen sie auch noch nicht. Das Problem können wir den abnehmen. Wo ist der nächste? Was heißt keine Energie mehr? Der ist, der kippt gleich um, weil er hier irgendwie auf Krawall ist. Das, wir stellen einfach mal den hier unten hin. Und der kann da mal draufhauen auf den. Der Block, der greift aber auch noch nicht wirklich an, sondern läuft einfach nur hier im Kreis ein bisschen sinnlos. Wir holen mal den anderen. Ja, der hat noch ganze 13. Nur weil er zu blöd ist, da irgendwie mal richtig in die Puschen zu kommen. Los, jetzt haut den zu Brei. Rot, tut mir leid, ich konnte euch nicht rächen. Ah, der hat also für die Magier gekämpft.
Gut, das wäre geschafft. Wenigstens werden sie seine schmutzigen Lügen nicht mehr verbreiten. Und was ist mit dem Schatz? Was? Oh, genau, der Schatz. Ja, nehmt ihn, wenn ihr wollt. Seit wann sind euch Schätze egal? Na gut, lasst uns die Tafeln der Schatzkammer aktivieren, damit wir unsere Belohnung bekommen. Ja, können wir ja gerne tun. Wie geht's jetzt hier dem anderen Typen? Noch 10. Schafft er das noch? Ja, der ist ja fast beim Bett. Also die Scharfschützen, die sind ein bisschen blöde, könnte man fast sagen. Wenn man sich das so anschaut. Wir brauchen hier definitiv noch eine Leiter nach unten. Dass der ja alles kaputt machen kann, während wir in der Zeit Schätze verkaufen, die wir nicht brauchen. Ja, jeder von denen will was ankrabbeln, die haben die Hand schon bereit. Jetzt die Frage, was passiert, wenn die da drauf laufen? Greift, da sind noch Fallen drumherum. Okay. Da, Tafel. Ja, sehr gut. Jetzt sind wir gespannt, was wird wohl passieren? Ah, jetzt geht es. Schaut mal, sie ist ganz im zwergischen Stil gehalten. Errungenschaft freischalten. Wuin der Elfs. Mal sehen, was hier geschrieben steht. Wir vom Schmetterfaust-Clan haben endlich die Kontrolle über dieses Gebiet erlangt. Das klingt doch auch nach typischen Zwergen. Der Schmetterfaust-Clan, muss man einfach so sagen. Lediglich ein kleines bisschen der Drachen hat die dummen Spitzohren... Nee, lediglich ein kleines bisschen Hilfe der Drachen hat die dummen Spitzohren kapitulieren lassen. Wir werden ihnen zeigen, wie man Dinge baut. Zwergendinge, was auch immer Zwergendinge sind. Hm, das hört sich bei König Vater aber anders an. Egal, wir haben die Beute. Bringt den Met her und lasst uns diesen Ort verlassen. Und da haben wir das Level erfolgreich abgeschlossen. Wir haben unsere... ihr habt eure Zwerge erfolgreich zu Sieg und Ruhm geführt. Wie sich das gehört. Und jetzt müssten wir auch gleich... Hauptquest, Levelbelohnung und alles haben wir gefunden. Massenweise Einfluss, sehr gut. Und dann sieht man auch, wir haben... Oh, haben wir noch einen Punkt? Tatsache. Gibt euch auf jedem Level zusätzliche militärische Macht. Erhaltet von jedem Rohstoffblock mehr Rohstoffe. Alle Forscher führen ihre Arbeiten besser durch. Natürlich wäre hier... Oh, da will ich aber eigentlich auch unbedingt hin hier. Okay, wir gehen hier mal auf Kampf, weil das ist mit das Wichtigste. Das war nur eine kleine, keine schleimige Grünhaut. Könnt ihr euch vorstellen, dass er überall verbreiten wollte, dass ein Ork besser als Zwerge gegraben hat? Boah, der hat auch ein komisches Deutsch. Allein der Gedanke daran bringt mich zum Schaudern. Jetzt denkt nicht mehr daran, Vater. Was ist mit den Elfen? Was ist mit ihnen? Ich las die Tafel auf der Stand, dass ihr nicht unbedingt Freunde gewesen seid. Stimmt doch, oder? Vielmehr habt ihr sie versklavt. Kein Wunder also, dass sie die Zwerge während des Krieges im Stich ließen. Ja, ja, aber was hätte ich sonst tun sollen? Sie versuchten gleichzeitig dieselben Länder wie wir zu erobern. Und nun haben sie sich irgendwohin in ihre Heimat, in ihre Heimstadt, das ist aber auch irgendwie falsch, zurückgezogen, bla bla bla. Na gut, okay, also hier Elfenruin haben wir erfolgreich abgeschlossen, das noch so ein fetter Ork-Häuptling. Beim nächsten Mal geht's dann weiter in Ost-Widhaf, das Kommunikationszentrum. Da scheinen wir wieder auf einen Magier zu treffen. Woher ich das weiß, keine Ahnung, ist nur eine Vermutung. Wie auch immer, da geht's in der nächsten Folge weiter. Für die Folge, die ist ein bisschen länger geworden, sehe ich gerade. Bedanke ich mich üblich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Oder ihr kennt das ja, ne? Und sag an der Stelle einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.